Hallo und herzlich willkommen bei The Game Cutie, heute mal wieder vom Lars. Ja, ihr seht's im Video, The Order 1886. Wie kommt das? Das liegt einfach daran, dass wir jetzt eine ganz kleine Miniserie starten wollen. Diese ist angelehnt an das Reingeschauen vom Chris, die er bisher gemacht hat als Serie. Dort hat der Spieler eine halbe Stunde lang angespielt und hat euch so einen kleinen Einblick in dieses Spiel gewähren können. Da das in unseren Augen aber inzwischen ein bisschen zu lang geworden ist mit den 30 Minuten, denn oft haben Leute einfach keine Lust, sich 30 Minuten lang ein Video anzugucken, verkürzen wir die Zeit einfach auf 10 Minuten und hoffen euch so, ja, ein bisschen knapper auch einen sehr, sehr guten Einblick zu geben. Ich überspringe jetzt mal das Ganze mit den Einstellungen und so weiter und wir sehen uns gleich im ersten Kapitel. Galahad, melden! Bestätigen, Galahad, hier Zentrale. Ich höre dich, Percival. Machst du einen kleinen Spaziergang im Park? Geht nichts über einen frischen Londoner Morgen, um den Kopf freizukriegen. Mach ruhig mit deiner Körperertüchtigung weiter. Aber uns wurden mehrere Ziele am Grosvenor Square bestätigt. Wie lauten die Anweisungen? Triff dich am vereintes Indienhaus mit Igraine und Lafayette und halte die Bedrohung auf. Hast du es im Visier? So, da bin ich auch schon wieder. Hier mit einem wunderschönen Ausblick. Kurz bevor ich das Gameplay starte, noch wichtige Infos. Das Spiel ist am 20. Februar 2015 erschienen, das heißt ungefähr vor einem Jahr. Und ich persönlich finde, dafür, dass es jetzt schon wieder ein Jahr alt ist, ist die Grafik schon sehr, sehr geil geworden. Der Herausgeber ist Sony Computer Entertainment. Und was auch ganz, ganz wichtig ist, dieses ist ein Exklusivtitel nur für die PlayStation 4. Ja, das heißt, Xbox und PC kann im Grunde genommen abschalten. Denn dieses Spiel ist leider nur für die PlayStation 4 vorhanden. Man spielt in dem Spiel diesen Ritter hier, der gehört dem Ritterorden an, Sir Galahad. Dieser Ritter, der versucht jetzt für seinen Orden zu kämpfen und ich glaube, ich erzähle einfach gar nicht erst mehr, denn man muss jetzt schon dazu sagen, dass man relativ schnell spoilern würde. Deswegen versuche ich jetzt erstmal ein bisschen Gameplay-Material hier zu erspielen und euch das ein bisschen zeigen zu können. Direkt vor mir. Schätze die Situation vor Ort ein und sei vorsichtig. Hat Nicola dich mit Waffen versorgt? Ja. SXM-2 Falcon. Gut. Das Sekundärgeschütz des Falcon sollte helfen. Hier kann man jetzt auch sehr, sehr schön die Waffe angucken. So kleine Zwischensequenzen, sage ich mal, wo man so ein bisschen die Grafik genießen kann. Kommen relativ häufig vor. Möglichst nicht tödliche Gewalt einsetzen. Verstanden. Stößt du zu uns? Ich muss mich jetzt noch um etwas kümmern. Wir sehen uns später. Bin unterwegs. Gerda hat Ende. So, während ich jetzt weitergehe, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht 100%, wo ich lang muss, kann ich noch ein bisschen zu dem Spiel erzählen. Also, letztendlich kämpft man, ich hoffe, das ist jetzt nicht zu sehr gespoilert, aber man kämpft hauptsächlich gegen sogenannte Lykaner. Das sind so Werwolfs-ähnliche Menschen. Und ja, dabei vertritt man eben diesen Ritterorden. Und ich muss da auch schon den ersten Kritikpunkt nennen, denn es ist ganz schön abgedreht. Also es sind auch sehr, sehr komische Waffen, die jetzt schon mit Elektroschock und sowas funktionieren. Was, sage ich mal, für die Zeit, zu der das Spiel spielt, doch sehr, sehr unrealistisch ist. Aber das hat mich jetzt nicht sehr gestört. Also war jetzt kein sehr, sehr großer Kritikpunkt. Aber sollte dennoch genannt werden für Leute, die auf ja, sehr realistische Sachen stehen, ist das Spiel in dem Fall eben nix. Aber insbesondere diese Detailliebe, wie man hier auch sehen kann an den Spielern, die gefällt mir doch sehr gut. Es ist eine qualitativ sehr, sehr hochwertige Aufmache. Und ich denke auch, dass das in diesem Fall für Leute, die auf jeden Fall auf die Grafik stehen, ein ganz, ganz großer Pluspunkt ist. Im Spiel selber gibt es ganz, ganz viele kleine Möglichkeiten, wie Zeitungsartikel angucken, Gegenstände angucken. Die sind auch ein Teil der Trophäen, die es gibt. Ich glaube, hier kann ich gar nicht rein, nee. Halt diese typischen, ja, vermeintlich versuchenden Langzeitmotivationserfolge wie sammel alle Objekte ein, sieh alle Zeitungen an und so weiter. Aber ja, ich habe es im ersten Durchlauf jetzt nicht geschafft, ohne die Lösungen, sage ich mal, zu gucken. Morgen. Aber hier sieht man jetzt, glaube ich, sogar so eine Situation, genau, dann ist hier eine Zeitung. Es ist eigentlich ganz nett gemacht, aber im Normalfall bringt einem das nicht sehr viel, weil man liest sich das nicht durch, da das halt auf Englisch ist. Und es hat auch zur Story nicht direkt Einfluss. Das heißt, letztendlich geht es wirklich nur um die Trophäe. Deswegen renne ich jetzt mal weiter.
Ich bilde mir ein, jetzt gleich kommen noch ein paar Action-Szenen, wo man auch ein bisschen das Waffensystem sieht und sowas. Und hier auch wieder sowas Kleines mit den Fotos, das auch schon sehr realistisch aussieht. Aber wie gesagt, das hat jetzt hier nichts zu bedeuten. Und ja, ich glaube, man Guten geht jetzt Tag, hier Sir. noch eine Weile. Deswegen überspringe ich mal und gucke, dass ich eventuell gleich noch eine Szene bekomme, wo man draußen jetzt schon ein bisschen was an Action sieht. So, da bin ich auch schon wieder. Wir sind gerade auf dem Weg zur Straße. Und wie man gerade sieht, es gibt sehr, sehr viele Filmsequenzen. Das ist auch ja einer der Punkte, die ja auf der einen Seite von vielen kritisiert wurde, aber anderen gefällt das auch gut. Für mich persönlich war das auf jeden Fall mal was anderes. Man sieht auch hier, dass man sehr viel mit den Knöpfen arbeiten muss, denn es gibt oft diese, ich weiß gar nicht, wie sie heißen, ich glaube Quick Events, wo man eben in Was möglichst soll das kurzer so lange Zeit jetzt? irgendwelche Knöpfe drücken muss, Negativ. um ja sich noch zu retten und Genau. sowas. Wahrscheinlich Aber blitzt nochmal etwas zu oder den fliegt irgendwas Filmsequenzen. Also falsch. das Ganze ist so ein bisschen wie ein Was Film soll das? aufgemacht und ja hat deswegen auch Ich insbesondere weiß, grafisch was sehr, du sehr schöne denkst. Elemente. Aber glaub mir, Aber ich will alles in jetzt Ordnung. nicht weiter hier die Wenn du Stimme willst. überquatschen. Ich habe jedenfalls keine Zeit, ihn zu suchen. Ich weise die letzten Constables ihren Posten zu. So, jetzt ist er wieder still. Ich selber habe jetzt keinen Ton an, sondern nur den Untertitel. Das liegt einfach daran, dass ich euch jetzt nicht über die Mikroaufnahme den Ton doppelt bieten will. Und ich hoffe mal, dass jetzt langsam hier ein bisschen Action kommt, denn Galahad, das ist so ein kleiner Sie Kritikpunkt. müssen den Oh, gesamten ich lasse Bezirk mal kurz absperren reden. und zwar leise. Wie kommt es, dass du so schnell hier bist? Können, Liebes. Ich gebe zu, für einen Mann deines Alters bist du sehr schnell. Kein Ritter wird gern von einer Dame an seine Schwächen erinnert. My Lord, so etwas Herzloses könnte diese Dame doch gar nicht tun. Sicher, Easy, würdest du nie tun. Um was geht es? Ein paar Irre laufen Amok. Percival glaubt, es könnte eine List der Rebellen sein. Na, hoffentlich hast du nichts verlernt. Denk dran, wer dich trainiert hat. Er war der Beste zu seiner Zeit. War? Du bist noch ziemlich gut. Aber ich bin besser. Ja, Ma'am. Egwene, melde dich. Bestätige, Percival. Mehrere Entflohene beim Osteingang der Vereintes Indien U-Bahn-Station gesichtet. Geh vorsichtig vor. Verstanden. Na los, Gray. Gehen wir. So, jetzt folgen wir der netten Dame. Hier sieht man auch, genau, ich soll hier folgen. Wo war ich stehen geblieben? Genau, der Kritikpunkt. Hey. Denn diese langsamen Wer ist Szenen wie das hier, aus ich dem kann zum blauen Beispiel Anzug? gerade nicht sprinten, Ja, ich die bin da. ziehen sich unheimlich. Auch die ganzen Filmsequenzen sind in den meisten Fällen sehr nett gemacht, aber in meinen Augen teilweise doch ein bisschen zu überzogen. Also wenn man bedenkt, dass das Spiel eine sehr, sehr kurze Spielzeit hat, was auch halt der Hauptkritikpunkt war, denn die reine Spielzeit beläuft sich Sobald auf wir drin ungefähr sind, sechs lässt niemand mehr Stunden. durch. Sicher, dass Sie keine Und ich Hilfe überquatsche jetzt brauchen? einfach, da ich sonst keine Möglichkeit habe, viel zu reden, weil eben dieses Sie haben Spiel starken Mann, der alles hauptsächlich aus verschuldet. diesen Zwischensequenzen besteht. Gehen Sie uns einfach aus dem Und Weg. ja, die Wir Kritik wollen ist, nicht, dass dass halt Sie nur hier sechs sterben. Stunden Spielzeit vorhanden sind. Gerade beim Release, als das Ich Spiel die schätze, vollen Sie sind 60 Euro Söldner. gekostet hat, war das Das ein sehr, sehr großer Indie-Kompanie wird enthusiastischer, Kritikpunkt. Kleiner. Aber jetzt, wo ich Das letztens Einzige, was wir geguckt habe, war brauchen, ist das ein Spiel, Haufen glaube ich, nur Seifenblatt für und mehr 25 Tausch. Euro zu Wir bekommen. haben den Befehl, Und alles da ist es in auszuliefern. meinen Augen auf jeden Fall wieder wert, dieses Spiel zu holen. Denn diese 6 Stunden, die gingen in meinen Augen relativ langsam vorbei. Also es hat sich auf jeden Fall länger angefühlt. Und man kann es auch gut und gerne mal ein zweites Mal durchspielen, da es einfach genug Möglichkeiten gibt, da nochmal eine zweite Runde zu starten. Und ja, deswegen finde ich die 6 Stunden inzwischen gar nicht so problematisch, wenn es nur 25 Euro kostet mit dem Spiel. Deswegen denke ich, kann man sich das auf jeden Fall holen. Die Zeit rinnt leider ein bisschen. Ich hatte gehofft, dass jetzt ein bisschen mehr Action vorhanden ist, aber ich glaube, jetzt kommt hier das erste Kampfsystem. Genau. Da wird der junge Mann Entdeckung! erschossen. Und jetzt kann man hier in Deckung gehen. Denn das Ganze ist in meinen Gehen wir Augen an die doch schon Arbeit. ein Deckungsshooter. Das heißt, man bewegt sich von Deckung zu Deckung, um eben nicht getroffen zu werden. Und kann dann aus der Deckung heraus, wenn ich mir noch die Waffe auswähle. Ja, ich kann so schießen. Ich will aber anvisieren. Genau. Kann man jetzt hier aus der Deckung sehr schön schießen. Man Sicher sieht hier ist erledigt. das Visier. Man kann relativ gut damit treffen, wie Standplatz. es hier zu sehen ist. Alles klar. Gibt es häufig Headshots. Vorrücken. Liegt einfach daran, dass das sehr, sehr schön von der Bewegung ist und man da sehr fließende Bewegungen hat, die auch nicht zu hektisch sind. Und ich denke jetzt hier, diese Kampfszene werde ich noch abwarten. Dann reicht es, glaube ich, auch an Material, denn ich will euch jetzt hier nicht unnötig langweilen. Zucht nach
Ich denke nämlich, das Wichtigste ist gesagt. Das Spiel kostet, glaube ich, nur noch 25 Euro. Ich werde es auf jeden Fall in der Infobox nochmal verlinken, sodass ihr da nochmal nachschauen könnt, falls ihr Interesse haben solltet. Ich habe es jetzt gerade frisch durchgespielt. Muss aber dazu sagen, dass es sich schon gelohnt hat. Also auch wenn ich am Anfang Bedenken hatte, ich wollte das Spiel selber gar nicht spielen. Ich habe es mir kurz auf YouTube angeguckt und da hat es mir jetzt nicht so gut gefallen. Aber jetzt, nachdem ich es durch habe, finde ich, hat es sich auf jeden Fall gelohnt. Ich werde jetzt auch einen Kumpel ausleihen, der sich das auch mal angeguckt hat bei mir und auch sehr zufrieden war. Das heißt, das wäre auf jeden Fall schon ein kleiner Geheimtipp, denn nicht jeder kennt dieses Spiel. Und ja, leider halt nur für PlayStation verfügbar. Aber ich denke schon, dass man hier ein Spiel hat, wo man zumindest zweimal durchspielen könnte. Das wären dann ungefähr 12 Stunden. Und das für den Preis ist auf jeden Fall gerechtfertigt. Die Grafik ist sehr, sehr schön. Das Kampfsystem ist sehr ausgeglichen, auch wenn es manchmal ein bisschen schwieriger sein könnte, denke ich dennoch, dass man hier ein komplettes Spiel bekommt, was im Endeffekt auf jeden Fall sein Geld wert ist. Ich denke, jetzt groß zu sehen, wie ich hier weiterhin alles noch niedermetzel, ist nicht so wichtig. Ihr habt jetzt gesehen, wie es im Groben funktioniert. Von der Story her will ich nicht viel mehr spoilern und ja, deswegen lasse ich das Video jetzt auch langsam ausklingen. Ich hoffe, ich konnte euch einen guten Einblick geben. Und das Video war nicht zu lang. Schreibt mal in den Kommentaren, was man verbessern könnte, ob die Länge so okay ist oder doch lieber länger. Oder vielleicht habt ihr auch Spiele, wo ihr meint, hey, falls ihr die habt, stellt die mal vor. Die haben uns richtig gut gefallen. Und in diesem Sinne würden wir uns über ein Like und einen Kommentar freuen. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Euer Lars. Ciao.